Wir haben hier Moin. Was ist wichtig, um sich ein Bild selber zu erstellen, wo weiß zum Beispiel bei einem Flickr-Strike, was am besten für mich ist, an Support-Gems und Skill-Tree-Wege. Das Beste ist, für ein Skill-Tree selbst zu erstellen, mein Lieber, Fjellnir, ist einmal erstmal gar nichts zu tun. Ne? Fängst erstmal an mit Anpassungen. Du fängst erstmal an mit Adaptionen. Du fängst erstmal an, damit ganz viele Builds anzuschauen, nämlich auf diesem Link, den ich dir gerade in den Chat gepostet habe, PoE Ninja. Schau dich da mal um. Kriegst du ganz viel Inspiration und ganz viel Idee, was benutzen andere. Und dann kommt deine Erfahrung und dein Spielverständnis dazu. Und je mehr Kompetenz du bezüglich des Spiels hast, je mehr Dinge du weißt und berücksichtigen kannst, wenn es darum geht, wie funktioniert ein Bild wirklich sinnvoll und gut und ist viable und auch balanced, in der Hinsicht, in der man ihn natürlich balancen will, dann wirst du auch anfangen können, dir selbst Builds zu bauen, die weit genug kommen, um auch Endgame zu schaffen und sowas. Aber du kannst natürlich auch Builds bauen und dir einfach die Zielsetzung, es kommt auf die Zielsetzung an, ne, mein Lieber, es kommt wirklich auf die Zielsetzung an. Wenn du sagst, du willst ein Bild haben, der dir ultra viel Spaß macht und mit dem du locker White Maps farmen kannst und die Mechanik ist einfach cool und sieht cool aus, dann wirst du ein einfaches Leben haben, als wenn du ein Bild bauen möchtest, der super im Mappen ist, sehr schnell ist und all Content cleared, sprich alle Bosse macht im Game auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Weil da wirst du eine ganz, ganz wesentlich geringere Auswahl haben an Builds, die überhaupt zur Verfügung stehen, an Archetypes, nicht Archetypes unbedingt, aber Skills, die überhaupt viable sind. Und gewisse Dinge sind halt einfach nur bedingt viable für einen gewissen Härtegrad des Spiels. Und viel lässt sich dann aber auch noch über Investment regeln. Ja. Viele Dinge lassen sich auch wenn sie nur bedingt viable sind, dann doch über noch mehr Investment steuern. Was aber nicht heißt, dass es dann einsteigerfreundlich ist oder Bild selbst bauen freundlich ist. Ne? Ich meine, es kommt auf die Liga auch an, die du spielen möchtest. Du musst dir, wenn du einen Trade-SC-Bild bauen möchtest, natürlich andere Gedanken machen, als wenn du einen Trade-League HC-Bild bauen möchtest. Oder umgekehrt, wenn du ein SSF-Bild bauen willst, musst du dir auch ganz andere Gedanken machen. Denn auch das ist nicht selbstverständlich, dass du da alles bekommst, was du in der Trade normalerweise zur Verfügung hast. Also geht es einfach darum, dass du dir einen guten Überblick verschaffst über alles in PoE. Und alles ist ganz schön viel. Alles ist verdammt viel. Deshalb, man sagt nicht umsonst, 5% aller Spieler bauen 90% aller Builds oder 95% aller Builds. Das ist nicht nur ein dummer Spruch, das ist tatsächlich die Realität. Oder zumindest bauen die Fundamente den Frame für die ganzen Builds, ne? Das Drumherum. Also das Skelett, könnte man sagen, genau, das Skelett. Bauen die Basis des Builds und andere nehmen den Build und ändern ihn ab nach eigenen Bedürfnissen. Ich habe mir bezüglich Righteous Fire auch nicht, warte mal, Ring into, okay. Ich habe mir bezüglich Righteous Fire auch nicht komplett vom Grund auf Gedanken gemacht. Ich habe natürlich auch geguckt, was spielen die anderen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, Inquisitor ist jetzt auch so ein Ding, ne, ist auch beliebt. So sieht der Skilltree bei Pox aus. Habe das dann natürlich auch verglichen mit meinem Skilltree, den ich immer intuitiv gebaut habe. Und habe dann gemerkt, okay, meine Intuition war gar nicht so schlecht. Die Skilltrees sehen eigentlich fast gleich aus. So, und dann habe ich mir noch überlegt, okay, was ist jetzt am Chiefy wirklich besser? Was wäre am Inquisitor besser? Und habe mich aber vor dem League-Start schon für Chieftain entschieden. Und dann habe ich halt auch meinen Plan verfolgt, den ich vor dem League-Start schon festgelegt habe und Chieftain gebaut. Und muss sagen, funktioniert soweit echt angenehm. Ne? Aber das Endziel halt, dieses Min-Maxing, hat auch was mit diesem Timeless-Tool zu tun, den wir jetzt ewig lange gefarmt haben. Oh, Achtung. Komm mal in den Spirit. Pain Spirit. Ja, war ein bisschen Pain, ne? Der Grind. Aber hat sich gelohnt, weil jetzt ist halt super rewarding. Jetzt fühlt sich das an, als hätten wir uns halt echt was verdient. So. Und das ist mega. Mega nice. Kato Komori, moin. Problem für Anfänger ist, dass du logischerweise keine Erklärung dabei hast. Genau, genau. Wenn du wirklich fundamentaler Anfänger bist,
dann musst du dich erstmal an Bildguides halten, die dir gewisse Konzepte erklären. Ja, das ist das, was ich meinte mit der Kompetenz. Diese Kompetenz zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht, die bekommst du einfach mit der Erfahrung, mit der Zeit. Das ist wie in jedem anderen Aspekt des Lebens. Du musst dich damit auseinandersetzen und musst Informationen haben, um die auch selbstkritisch hinterfragen und bewerten zu können. Und dann kannst du auch selbst ein Bild bauen. Ansonsten wirst du niemals an den Punkt kommen, wo du eigenhändig ein Bild von Grund auf zusammenstellen kannst, wenn du nicht gewisse Kompetenzen erlangst. Sonst wird es immer nur abgucken bleiben. Aber das ist auch nicht verkehrt, weil gut gejoinkt ist halb selbst gebaut, sage ich immer gerne, ne? Die Mehrzahl meiner Builds ist auch selbstverständlich einfach gejoinkt und ein bisschen nach meinem Gusto angepasst. Ich habe 2 Builds, glaube ich. 3 Builds habe ich vielleicht selbst gebaut. Ja, 4. Ja, wenn man die Chainhook mitzählen lassen, weil Chainhook super scuffed ist. Kann man, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann.